Herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Der deutsche Leitindex hat gestern einen empfindlichen Rücksetzer hinnehmen müssen. Der DAX bewegte sich dabei in einer Bandbreite von über 200 Punkten. Am Nachmittag ging es dann noch einmal kräftiger bergab. Am Ende lag der DAX bei 15.456 Punkten. Das ist ein Minus von fast 1,2%. Blicken wir damit nach Frankfurt zu meiner Kollegin Franziska Schimke. Ja, Franzi, was können wir uns denn heute erwarten? Was sind die Vorgaben für den DAX? Ja, der deutsche Leitindex ist gestern auf Tagestief aus dem Handel gegangen. Das ist eigentlich immer nicht das allerbeste Zeichen. Und wirft man einen Blick auf die Vorgaben, dann lassen die jetzt auch nicht so ganz den großen Jubel aufkommen. An den asiatischen Märkten wenig Bewegung, der Nikkei kaum verändert. Der Shanghai Composite im Minus, Hang Seng hingegen im positiven Bereich, aber eben auch nur moderat und im Minus. Dann letztlich gestern auch der Dow Jones. Das heißt, die Anleger auch dort eher zurückhaltend. Man konzentriert sich, heißt es, weiter zwar auf die vorhandene Unterstützung durch die Notenbank und auch die Wirtschaftserholung, aber die Inflationssorgen bleiben, auch wenn die US-Notenbank ja es durchaus schafft, die Gemüter so ein bisschen zu beruhigen und zu betonen, das Ganze, das Thema Inflation ist ein temporäres Phänomen. Die Konjunkturdaten gestern aus den USA, die Einkaufsmanager-Indizes, die haben dann auch genau in dieses Rohr eben sozusagen geblasen. Hier in Deutschland und auch der EU, die Einkaufsmanager-Indizes durchaus gut, die waren aber eben kein Treiber. Der DAX nach zwei Erholungstagen gestern hier mächtig angeschlagen. Heute am Donnerstag setzen wir dann erst einmal auf Stabilisierung und die 15.500-Punkte-Marke rückt in den Fokus und dann sind es einmal mehr wieder Konjunkturdaten. Der IFO-Index wird veröffentlicht und am Nachmittag natürlich Daten aus den USA im Fokus. Dann vielen Dank, Franzi. Ja, soweit also der Ausblick auf den Handelstag in Frankfurt. Kommen wir zur Marktidee, die ist heute die deutsche Lufthansa. Die Lufthansa kämpft weiter mit den Auswirkungen der Corona-Krise. Um die Folgen abzufedern, rückt eine Kapitalerhöhung immer näher. Die Aktie stand gestern wieder einmal deutlich unter Druck. Der Kurs rutschte dabei gleich unter mehrere wichtige technische Marken. Anleger müssen jetzt auf der Unterseite drei Zielzonen ins Auge fassen. Eine ausführliche Chartanalyse finden Sie wie gewohnt unter www.ideas-daily.de. Das war die aktuelle Ausgabe von Ideas Daily TV. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis morgen.